Hey, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist fast Juli im Jahre 2023. Ich hoffe, ihr seht das Video zeitnah und ihr wisst sicher, dass ich immer im Juli auf Tour gehe. Also, meine nächste Tour ist geplant. Es wird Richtung Portugal gehen. Wohin genau? Ich bin ja da sehr spontan und ohne Vorbereitung unterwegs. Das Einzige, was ich vollgepackt und geplant habe, ist mein Auto. Und das will ich euch heute vorstellen, mit welchem Equipment ich losfahre und was ich jetzt neu umgebaut habe. Ich habe natürlich wieder ein bisschen optimiert. Und ja, das will ich euch zeigen. Ich stehe hier in meiner wunderschönen Heimat Schorfheide. Ich kann euch ja mal kurz zeigen. Ich bin hier an einem Kanal, hier kann man auch super gut stehen, aber man kann hier auch ein kleines Stück weiterfahren. Ihr seht, da steht schon der nächste. Das ist hier richtig schön grün alles und man kann hier super alleine stehen und hier so immer am Kanal entlang stehen noch andere Vans. Also wundert euch hier bloß nicht, hier macht irgendjemand Ballermann-Musik. Also da hinten stehen auch noch ein paar Vans und ja, hier ist, das ist die Stadt Eberswalde. So, und jetzt lass uns mal starten. Ich fange heute mal vorne an, weil ich vorne wieder was ein bisschen verändert habe. Und zwar habe ich eine neue Kühlbox. Das ist jetzt eine von Dometic und zwar die CDF18. Alles, was ich hier im Auto habe, ist soweit unten verlinkt. Könnt da gerne mal reinschauen. Die ist auch ganz gut. Es passt eine oder mehrere große Flaschen rein und sie ist aber nicht so groß wie meine, die ich vorher hatte, die von Mobilcool. Die hat ja praktisch den kompletten Platz hier weggenommen. Daher voll praktisch. Jetzt habe ich hier noch ganz viel Platz und Stauraum. Was ich noch neu habe, ist so ein Sauger, weil wenn ich irgendwo am Strand stehe, wie letztes Jahr in Griechenland, dann brauche ich einfach einen Sauger. Ich kann es nun mal nicht leiden, wenn mein Auto voller Strandsand ist. Darum der neue Sauger. So, das war alles, was sich vorhin verändert hat. Dann geht es jetzt hier weiter. Meine Yogamatte. Hier ist jetzt Stauraum. Ich habe ja meine Kleidung immer in so Boxen und die kommen dann hier hinter. Da ist meine Powerstation. Die Gardine, die habe ich hier mit so Klammern, die sind auch magnetisch zusammengeklammert, wenn ich fahre, dass ich besser sehe. Ansonsten wird die hier an den Gurt geklammert und dann ist alles blickdicht für mich. Ja, und hier unter, das ist geblieben. Hier ist mein Bett, meine Bettwäsche. Ja, dann geht es hier weiter. Ich räume mal schnell die Matratzen weg. Hier sind für kalte Tage, für Nächte oder kalte Nächte besser gesagt, meine Socken, die ich in Rumänien gekauft habe. Und ja, hier habe ich nochmal wieder optimiert. Und zwar ist hier unten der Landstromstecker, ein 1-Meter-Verteiler, Steckerschutz, der wasserdicht ist, der alte Trangia-Kocher, ein Wasserfilter, GPS-Gerät, also alles Sachen, die ich eigentlich sehr, sehr selten brauche. Dann habe ich hier ein Tarp, eine Winterjacke, die ist eigentlich immer hier drin, wenn ich irgendwo mal lande, wo es kalt ist. Hier ist so eine Art Notkocher, Insektenspray und Gas. Ein Tablett mit Füße und mein normaler Kocher. Hier kommt dann meine Schmutzwäsche rein. Hier oben hinter meiner Lehne, hier ist ein Fach, da kommen dann so Unterwäsche, Bikini, Socken und so weiter. Dann hier sind Handtücher, großes und ein kleines Handtuch, eine Lampe, Wäscheklammern, die Regalteile fürs Bett zum Ausklappen und ein Moskitostick. Hier seht ihr meine Trillino Trockentrenntoilette. Da ist Besteckmüll, Tüten, Katzenstreu, noch so ein paar feuchte Tücher. Hier sind Kerzen. Hier ist so Krimskrams. Ich glaube, so ein Fach hat jeder. Meine Kaffeemaschine. Hier sind noch ein paar Badeschuhe. Die sind hier immer drin,
weil ich die mal vergessen hatte und dann musste ich mir neue kaufen. Darum sind die immer hier hinten versteckt, wo keiner rankommt. Magnete. Und die habe ich umgebaut. Und zwar sind jetzt hier 4 Regalteile. Vorher waren es nur 2, da war so viel luftleerer Raum. Und jetzt passt hier jede Menge rein, so dass ich hier einfach frei habe für Klamotten. Das ist hier alles Küche. Hier unten liegt noch mein Tisch. Der wird dann hier eingehakt, sodass ich immer einen Tisch habe. Und hier alles zum Abwaschen, ökologisches Geschirrspülmittel, was zum Händewaschen, Handtücher, Besen. Und da ich sicher wo landen werde, wo es Moskitos oder Mücken gibt, habe ich mir jetzt ein Mückennetz angeschafft. Das ist hier hinten drin. Und zwar wird das hier oben mit einem Klettverschluss befestigt und hängt dann hier runter, sodass keine Mücke reinkommt. In der Mitte ist eine magnetische Öffnung, da kann ich reingehen, schließt automatisch hinterher zu und ich bin sicher vor den Moskitos. So, hier ist jetzt noch jede Menge Stauraum. Das mag ich immer ganz gerne offen lassen, weil ich habe die Trilino jetzt in diese Richtung gestellt. So kann ich auch, wenn ich nachts schlafe, aufstehen und die Toilette benutzen. Ja, und hier ist meine Powerstation. Die reicht mir völlig aus, wird geladen, wenn ich fahre. Letztes Jahr war sie praktisch immer voll. Mein Stuhl. Ja, und für mehr Strom habe ich hier noch, das liegt immer, wenn ich irgendwo parke hier und die Sonne steht auf meinem Fenster, dann habe ich hier noch so eine kleine Solartasche und da kann ich auch meine Powerbank immer laden und mein Handy. Wenn die Sonne scheint, funktioniert das einwandfrei. Ja, ich hoffe, ich habe alles dabei und nichts vergessen. Jetzt fehlen praktisch nur noch meine Kleidungsstücke und dann kann ich eigentlich starten. Ist euch irgendwas aufgefallen? Was habt ihr noch an Bord, was mir fehlt? Oder wie macht ihr was anders? Würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Also dann, habt einen schönen Sommer. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Das war's dann erstmal. Und das Ganze, was ich so neu mir zugelegt habe, weil das alte einfach nicht mehr so perfekt war, das habe ich in diesen Shorts schon hochgeladen. Also schaut mal in meine Shorts rein. Da ist mein neues Kochtopfset, mein neuer Stuhl, ausgepackt, alles. Die Kühlbox habe ich verglichen mit meiner alten Kühlbox. Also wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal die Shorts angucken. Das sind diese Kurzvideos und die findet ihr auf meiner YouTube-Seite. Ganz oben sind verschiedene Reiter und da sind Kurzvideos und da findet ihr alles. Und ich habe auch alles einzeln, was neu ist, nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung, so dass ihr da gern mal schauen könnt und mich unterstützen könnt, wenn ihr über meinen Link irgendetwas kauft. Das ist für euch nicht teurer. Ja, würde mich sehr freuen. So, jetzt geht's aber erstmal wieder nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Macht's gut!